mehr Punkte holen als in dieser Spielzeit. Ist ja dann auch immer die Konstellation, wie viele nehmen sich die anderen Mannschaften untereinander weg. Ich sage mehr Punkte als in diesem Jahr und Platz 6 bis 9. Letztes Jahr habe ich eigentlich ganz gut gelegen. Also es könnte durchaus, wie Lukas eben gesagt hat, auch mal eine Überraschung drin sein, wie das Augsburg geschafft haben oder Freiburg geschafft hat oder Eintracht Frankfurt vor ein paar Jahren. Und Nationalmannschaft. Ich glaube, dass Deutschland ins Finale kommt und für mich ist dieses Jahr wirklich, also es ist jetzt kein Geheimtipp oder so, aber ich traue den Engländern echt dieses Jahr viel zu. Und ich glaube, dass da auch viele Jungs so Leicester und so, die einfach so nicht zum Turnier fahren wie früher immer, okay, wir sind ausgelaugt an einer langen Saison und schaffen es dann doch nicht. Ich habe es auch mal durchgetippt, es könnte, glaube ich, sogar dazu kommen, Deutschland, England im Finale, wie es dann ausgeht, wissen wir eh. Und der FC hat gesagt, zwischen 6 und 9. Zwischen 6 und 9, nehmen wir hin. Jetzt wird natürlich der Druck für den Peter Stöger sehr groß. Weil jetzt kommt natürlich dann die Vorhersage von Ulrike Kriegler für ihn. Ja, erstmal muss ich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Manzi Knob Österreich völlig vergessen hat bei den Favoriten zum Europameister. Ich glaube, er hat mich gerade. Ihr müsst auch mal zufrieden sein. Ihr habt am Samstag einen Spieler im Pokalfinale, das ist doch schon mal was. Mit Alaba. Ja, genau. Man glaubt es nicht, das ist ein Österreicher. Ja, und zum FC muss ich sagen, also wenn ich in dem ersten Jahr gesagt hätte, im Mai, ich moderiere im September, Oktober eine Veranstaltung hier, hätten viele wahrscheinlich gesagt, ja, aber ob dein Alter dann noch Trainer ist hier, das weiß ich nicht. Deswegen ist das jetzt gar kein Thema, bin überrascht und ich finde, damit haben wir schon viel erreicht. Gut, dann nehmen wir das für mich weiter. Ja, du hast eben nicht mehr umfassend geäußert, dann sag einfach nur Platzierung oder ja, wie es dir gefällt, mach's kurz. FC-Platzierung nächstes Jahr, wenn du einen Tipp abgeben möchtest. Würde ich nicht zwingen. Aber du darfst. Ja, Tipp ist immer Tipp. Ich habe einen Wunsch, dass es genauso. Ich wünsche mir nicht, dass es genauso läuft wie diese Saison, weil es könnte auch in die andere Richtung gehen. Ich hoffe, dass der Klassenhalt so früh wie möglich gesichert ist und dass man dann befreit aufspielen kann und vielleicht oben attackieren kann. Weil man hatte in dieser Saison auch Phasen drin, wo man die Chance hatte, nach oben zu rücken, wo man dann auch gesagt hat, nee, und lass mal. Und also ich würde mir wünschen, dass man auch, wenn man die Chance sieht, nach oben zu gehen, dass man die Chance ergreift und sagt, hör mal, okay, wir gehen auf den Platz 6 und wir machen das mit den Fans, mit der Stadt, dass da auch so ein bisschen eine Euphorie, aber eine wirkliche Euphorie ausbricht und nicht so eine Fake-Euphorie, wie es die letzten Jahre war. Dann klappt es vielleicht, aber wie er eben gesagt hat, ich denke Platz 6 bis 10 ist möglich und das wäre dann wieder eine gute Saison. Und wer Europameister wird, das wäre Deutschland. Ja, dann gehen wir mal weiter, Markus. Ich weiß nicht, als Fußballkenner auch, du spielst ja selbst, habe ich gesehen. Naja, das ist ja schon lange her, aber also ich denke, dass die Deutschen Europameister werden, zumindest ins Finale kommen, wenn Lukas dabei ist. Das ist meine Prognose. Und die Kölner, glaube ich, werden ähnlich spielen wie letzte Saison, aber ich glaube, dass die danach die Saison trotzdem in der Euroleague spielen, weil ich die Befürchtung habe oder die Hoffnung, dass sie vielleicht mal den DFB-Pokal holen oder sowas. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, ja, über den DFB-Pokal international weiterzukommen und ich drücke die Daumen. Hört sich gut an, nehmen wir halt mal alles fest. Jetzt kommen die royalen Worte des Königs. Und er hat natürlich was. Ich sag was zu Fußball, wie toll. Das ist ja unglaublich. Aber Träume versetzen Berge, das wissen wir. Und wer weiß, ich merke gerade diese Euphorie hier. Ich bin ja immer so richtig drin, ich kenne das ja sonst gar nicht so. Das ist ja schon unglaublich. Und ich kann nur eines sagen, jeder, der so ein Fußballfan ist und für eine Mannschaft steht, der hat eigentlich das Herz am richtigen Fleck. Das ist toll, so zusammenzustehen. Das ist doch der Challenge, den wir heutzutage brauchen. Auf dem Fußballplatz und nicht auf den anderen Schauplätzen, die wir alle kennen und wir alle nicht mögen. Und ich glaube auch, bei der Euphorie, die ihr habt, mit dem Mann hier vorne, unser Podolski, der euch immer wieder Mut macht, wie kommt er wieder zurück zu euch? Da seid ihr mindestens bis Platz 3 kommt ihr nach vorne. Gut gemacht. Wunderbar. Ein schöner Wunsch, oder?